wusste ich, dass Dragovic lebte. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten 5 Jahre lang haben sie versucht, ihn aufzuspüren. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Wir haben ihn sofort scheiße gebucht, dass er nicht weiter draußen. Ständig in meinem Kopf. Nein, ich will ihn weiterbearbeiten. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen mixen, das ist alles. Denken Sie nach, Mason. Nach Baikonur. Wohin hat Washington Sie geschickt? Vietnam. Ins verdammte Kaesan. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten im Laos. Und Ihr CIA-Kontakt, Hudson? War er in Kaesan? War er auch dort? Hudson. Ja, Mr. Sonnenbrille. Der Kerl war ein verdammter Eisklotz. This is the Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it, pull out that record, and play it on the air. Like this one, Fortunate Son by CCR. Woods is here. Mason! Du siehst scheiße aus, Woods. Oh, sind interessiert ja noch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Ja. Ich habe Mason die Lage schon kurz geschildert. Ich erzähle einfach den Rest. 1964. Der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem gibt's die MAC wie SOG. Und Kaesan ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Wir müssen ihn wegschaffen. Bring ihn zum Bunker, ich gebe Deckung. Los! Hudson war erledigt und Kaesan wurde belagert. Aber wie bei Weaver haben sie ihr Leben für ihn riskiert. Aber deshalb mochte ich den Kerl. Ihr oberstes Ziel war nach Rudi zu kommen. Aber das war ihnen egal, sie verteidigten Kaesan. Das war nicht ihr Ziel. Sie kannten Woods also nicht. Er wusste, Kaesan braucht uns mehr Hilfe. Die Entscheidung war klar. Mir geht's gut. Wir sind
ausgeschaltet. Auf den Leitern! Mehrere ausgeschaltet. Ziel ausgeschaltet. Bei der Brücke. Ich sehe ihn. Ziel erledigt. Ziel erledigt.
Zeit erledigt. Roger! Was schnell! Auf die! Alles Roger! Feinde beim Graben! Bestätigter Treffer! Ziel ausgeschaltet! Alles Roger! Weiter so! Das ist noch nicht vorbei! Bombe
beiden Panzer ausschalten! Graben, Aktivität! Direkter Treffer! Roger, Angriffsbeginn. Bombe hat verstanden, Angriffsbeginn. Du siehst scheiße aus, Mason. Also daran ist Vietnam schuld. Schön, dich zu sehen, Alex. Jason Hudson, CIA. Wir möchten über Ihr Aufeinandertreffen mit den Russen in Laos sprechen. Wir haben von einem Überläufer gehört. Heute brachten Kommunikation zusammen und zivile Flüge vom Flughafen wurden gestrichen. Die Jet-Offensive war der Anfang vom Ende, als Amerika wirklich begann, den Krieg zu verlieren. In der McVie-Anlage in Hue haben sie Kontakt mit dem russischen Überläufer aufgenommen. Nein. Wir wissen es. Er hat sich dem McVie gestellt. Sie waren dort, Mason. Er hatte Informationen über Dragovic. Alles. Aber es war hoffnungslos. Schluss damit! Die MVA hatte die Stadt umstellt. Das McVie war so gut wie abgebrannt. Der Überläufer war mit Sicherheit tot. Er war nicht tot. Es war hoffnungslos und sie gingen rein. Wieso? Sein Schutzteam hatte den Funkkontakt abgebrochen. Er durfte nicht tot sein. Ich brauchte diese verdammte Akte! Huje! Da wurde Ihnen so manches allmählich klar, Mason. Der Überläufer. McVie-Anlage in Sicht. Da liegt eine Menge Scheiß vor Ihnen, Woods. Wir wollen einen Überläufer mit Informationen über die Sowjets in Vietnam holen. Wir haben den Kontakt zu seiner Eskorte verloren. Aber vielleicht sind sie im McVie-Schutzraum. Wir finden ihn, denn er lebt. MRG X-Ray Team, Schutzraum direkt voraus! Wir tun! Molotovs am Fenster! Der Schutzraum ist da unten! Achtung, Gott! Moment, Moment! Okay, hab keinen Ort! Feind ausgeschaltet! Ziel ausgeschaltet. Werfe Granate!
Schutzraum ist kompromittiert worden. Und wo ist dein Kontakt? Hat sich vielleicht zur Kommandozentrale zurückgezogen. Er lebt vielleicht noch. Bewegung, zu mir! Halt den Kopf unten! Ihn hat's erwischt. Die Schutzräume sind auf der anderen Seite der Kriegszentrale. In einem dieser Räume sein. Mason, nimm die Tür am Ende des Ganges. Bowman, zu mir. Mason. Reznov, wie konnten Sie aus Vorkuta entkommen? Nie gedacht, zu ihm wiederzusehen. Ich auch nicht, mein Freund. Ich bin hier, um Ihre Regierung zu warnen. Ich hoffe, sie hört zu. Dragovic plant, den Westen anzugreifen. Mason, hast du, was du gekocht hast? Dragovic, man sieht sich immer zweimal. Sein Einfluss breitet sich aus wie Krebs. Nicht einmal der Kreml weiß, was er wirklich vorhat. Er muss aufgehalten werden, Mason. Dragovic! Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben! Sind das Ihre Leute? Gut, Omen. Ich bin Viktor Reznov. Was hat da so lange gedauert, Mason? Hoffentlich sind die Infos das wert. Lima 9, wo zum Henker ist unser Taxi? X-Ray, die Marines im Westen von McVie sind in schwere Kämpfe verwickelt. Rücken Sie zusammen um Delta vor Ort, 3 Kilometer nördlich am Fluss. Wir schaffen das, seien Sie einfach dort. Dies ist nicht euer Krieg. Wir brauchen Luftunterstützung bei diesem Scheiß. Wir brauchen Luftunterstützung. Er mit dem Funkgerät. Er mit dem Funkgerät, Junge. Ich muss mit dem Scheiß. Texas, hier Sierra Oscar Golf X-Ray. Beschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando. Autorisierung erteilt. Over. Verstanden, X-Ray. Durchhalten. X-Ray, vorwärts! Ausgezeichnet! Ziel markiert, zeigen wir es denen! Ich halte dich, X-Ray. X-Ray bricht die Hölle los. Zweiter erledigt!
Boden! X-Ray! Hilfe! Vorwärts! Ziel erledigt! Auto gesichert! X-Ray, Sekunde vorfahren! Lass mich die Landwege fällen! Die Landezone ist einen halben Kilometer weg! Am Ende Ziel der Marke! Zeigen wir es denn! Ich konnte nicht glauben, dass sich Reznov hier in Way befand, dass er der Überläufer war. Er ist für Sie zurückgekommen, Mason. Reznov war zurück. Ich bin nicht sicher. Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. X-Ray, es gibt keine Luftunterstützung, solange wir evakuieren. Wir warten.
Ladet nach! Ich will, dass die Landezone sicher ist. Mason, leg Sprengladungen rund um die Zone. Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. Da kommen sie! Thank you.
schon zum Test. Der Mut des Feindes wird auf seinem neuen Verbündeten beruhen.